Herzlich willkommen, schönen Freitagabend. Heute ist der 1. März. Und noch bis nächsten Dienstag herrscht Fasching, die berühmt-berüchtigte fünfte Jahreszeit. Dann ist Aschermittwoch und das ist eigentlich viel lustiger. Das ist gleichzeitig der Welttag der Zahnärzte und der Welttag der Tiefkühlkost. Könnt ihr euch vorstellen, warum das zusammenfällt? Ja, natürlich, weil es weh tut, wenn man einen echten Zahn hat, wenn man aufs Eiskalte drauf beißt. Ja, ein Fischstäbchen lutschen bei Zahnweh, weißt du? Naja, das hilft. Aber auch wenn, ja genau. Ja, oder? Ja, und deshalb habe ich Accessoires für besonders rauschende Faschingsfeste. Und bei der ersten Frage könnte man sagen, es handelt sich eher um eine Faschingsverkleidung. Ja? Ich möchte nämlich wissen, worum handelt es sich bei einem Angstmann? Mann? Nein, ich habe jetzt geglaubt, jetzt kommt Mantel wegen Verkleidung. Nein, Angstmann. Angstmann, ja. Und was hat das mit Verkleidung zu tun? Entschuldigung, wenn ich sage, also nächste Woche Faschingsfest bei Clemens, okay, ich gehe als Angstmann. Ah, und wie schaust du dann aus? Du brauchst dich nicht verkleiden. Du, aber vielleicht ist es der Fliegenpilz. Der Fliegenpilz. Er hat doch so einen Mantel an und das ist... Nein, hat mir nicht gefallen. Uli, du bist nicht allein. Du bist nicht allein. Ja, also in jungen Jahren, ja. Vor allem Buben in diesem Wettbewerb des Bubenseins, das ist, fängt im Kindergarten an oder wenn du Geschwister hast, da geht's immer, es geht immer um Rivalität. Deswegen gibt es auch so viele Sportarten oder andere Leute tragen das anders aus. Aber in der Schule... Ball zum Beispiel, magisch, ganz magisch, Völkerball, Fußball, alle die ganzen Sportarten. Und dann gibt es ja die eher mit Würfeln aufgewachsen sind, die jetzt nicht so ein Talent haben, mit dem Ball umzugehen. Das sei jetzt dann ganz vorsichtig. Bist du mit dem Tor gestanden in der Schule? Ja, das sind ich dann war meistens Schiedsrichter. Ja, ich verstehe dich so gut. Aber das sind die, die dann eben als Letzte gewählt werden, wenn eine Fußballmannschaft gewählt wird und dann meistens im Tor stehen und sich aus gutem Grund fürchten müssen, weil ja alle voll draufhalten, weil der Loser im Tor steht. Das ist dann vielleicht leicht metaphorisch der Angstmann. Das ist gut, das ist ein wunderschöner Ansatz, aber ich kenne diese Phase genauso wie du, Clemens, aber während die anderen Fußball gespielt haben, habe ich die Quartettkarten auswendig gelernt und dabei immer gewonnen. 7200 Umin. Warst du auch immer Tormann als Letzter? Sind wir eine Partie von lauter Klassentrotteln dort? Entschuldige. Aber schön, dass wir so offen drüber reden. Ja, total. Also, du siehst das ein bisschen aus der falschen Perspektive. Bitte. Also ich war immer der als Letzter gewählt worden ist und ich war der Angstmann. Ja? Mhm. Weil immer alle Angst gehabt haben, jetzt ist er hoffentlich nicht in unserem Team. Also das ist... Ja, Clemens, du bietest ganz viel Projektionsfläche. Ja, aber es ist auch schön, ich meine, der Altersunterschied zwischen uns beiden ist doch ein paar Jahre, aber es hat sich nichts geändert. Das Pferd von der anderen Seite aufgezäumt. Ja. Du, Oliver, und könnte es sein, der die Steuer... eintreibt? Danke. Der die Steuer einbringt. Ja, der Angstmann. Nein, der heißt Finanzbeamter. Also der Finanzbeamter, der läutet an der Tür und biegt den Kuckuck drauf. Das ist der Gerichtsvollzieher. Ja, aber das könnte auch der Angstmann sein. Also, Uli, nur ganz kurz. Ja, falls bitte. Du bisher deine Steuern immer jemanden zahlt hast, der bei dir an der Tür läuft. Ja, aber ich habe mich nie gefürchtet. Ja, ja. Kommt eventuell ein Das war früher so. Ja, natürlich. Wir haben oft auch Fragen von früher. Und früher war das so. Diese Steuereintreiber haben auch immer behauptet, sie seien Ulrikes Neffen. Ja. Also, Ich kenne die. Ich habe sie den letzten 30.000 gegeben. Sicher, die sind auch immer mit Nylonsackel gekommen. Ja. Spielstulden sind ihren Schulden. Ja. Bei uns am Land, da waren sie auch an der Tür, aber meistens auch vorne und immer gesagt, braucht ihr eine Krone, aber... Bitte nehmt es. In meiner Generation hieß das noch Donauland. Ja, Donauland hat... Kennst du auch noch? Ja, bei mir war ja noch Schilling, wie ich jung war. Es ist super, euch zuzuhören. Ich habe auch eine wahnsinnige Hetze. Es war ja trotzdem wegen einem Angstmann. Ja, dann sag uns halt, was ich weiß. Krampus. Krampus? Nein. Oh, ja, da haben wir vor Kindern gefürchtet, der Angstmann ist die Figur, vor der Autofahrer sie im Fasching am meisten fürchten, wenn es nach zwei, drei Bier oder sonstig alkoholischen Getränken ins Auto steigen. Und diese Angstmänner sind auch verkleidet. Ja. Die haben Uniformen an. Ne? Mhm. Und dann
bleibt man stehen, die zwei stehen da und dann sagst du als Fahrer, na, dass ich die Mama heute gleich anzogen, ne? Schlecht, schlecht. Und der Beifahrer, so, ja? Das Eis gebrochen. Okay. Aber wirklich einer hast, was zu Hallo? Also, oder, ja, was zu diesen Angstmännern sagst, ich zack da schon den Führerschein, aber nur, was du mal Bier holst. Und auf die Frage, haben sie einen Restalkohol? Nein, ich glaube, wir haben alles ausgetrunken. Ja. Und zum Abschluss der Amtshandlung sagen, sie kommen jetzt mit aufs Revier und du sagst, na, aber trinken tue ich nichts mehr. Und der Beifahrer. Und wenn er fragt, ja, wie viel müssen sie trinken, dass 0,5 Promille haben, sagst du drei Tage nichts. Jetzt haben wir's! Genug! Darf ich den Kreis schließen, bitte, den wir da so schön geöffnet bitte, haben? Schließ den Kreis. Nach diesen ganzen Antworten wird der Beifahrer irgendwann einmal völlig verdutzt sagen, das hast du jetzt nicht wirklich zu ihm gesagt. Und der Fahrer sagt, dann kriegst du hier Angst. Ja. Mein Problem ist, dass die Antwort damit nie mithalten kann. Ich kann mich jetzt einfach nur blamieren. Aber weil du über Donauland und über Atlanten gesprochen hast, ja, schade, dass ihr euch keinen Duden habt bestellt. Also, dass ihr euch keinen Duden. Ein Wörterbuch, weil der Angstmann stand bis in die 50er Jahre noch im Duden. Und dann ist er also rausgestrichen worden, weil er der deutschen Sprache abhanden gekommen ist. Und das ist auch gut so. Weil? Na, weil er wegrationalisiert worden ist. Also der Beruf des Angstmanns. Das war ein Beruf. Ein Lehrberuf. Ah, jetzt habe ich es verraten. Oh. Naja, der mit der Steuer halt. Ja, eh. Na, pass auf, wir haben über die Uli gelacht. Weißt du, er hat noch andere Bezeichnungen gehabt, der Angstmann. Er hieß Nachrichter, Hauptkassier, Abkürzer. Das ist ein Blödsinn, das ist ein Falschkassier. Abkürzer? Du Uli bist ein Genie, Uli. Nein, ist Abkürzer? Der Steuereintreiber. Abkürzer, Nachrichter, Hauptkassier. Und ihr denkt jetzt natürlich... An den Gaskassierer. Richtig. Ah. Aber was... Der hat die Gasleitung auch dran. Was nee, aber der Gaskassierer macht Folgendes. Der kassiert das Gas, also das Geld fürs Gas. Ja, und der Hauptkassierer, was macht der? Der kassiert der Haupt, wenn du nicht zahlst. Ja. Das Haupt. Ja. Das nein, Haupt. Die Miete, oder was? Und danach Richter. Also der nach dem Richter noch ein bisschen... Der noch gatzt, quasi. Abkürzer. Ach so. Ach, Kopf also hat es tatsächlich jemanden gegeben, der bei fehlgelaufenen Hinrichtungen dann noch nacharbeiten hat müssen? Also, nein, nicht bei der Richter hat das Urteil gefällt. Und dann kam der Nachrichter und der hatte den Kopf abgeschnitten. Nein, der deswegen dieser Hauptkassier, weil er das Haupt kassiert hat. Ja. Oder Abkürzer, weil er dich um einen Kopf abgekürzt hat. Ja, aber der war auch ein Richter, weil der hat immer gesagt, Richter gehört her. Also wenn der Kummer ist, da hast du gewusst, zahlen. Also so falsch bin ich gar nicht gelegen. Zwischen Steuereintreiber und Scharfrichter ist trotzdem noch ein bisschen ein Unterschied. Stimmt. Oder aber schau mal, Entschuldige. Scharfrichter. Stimmt. Ein Scharfrichter, Scharfrichter errichtet Schafe. Ach so. Die werden geschoren. Ein Scharf. Scharf. Hallo, also Scharf. Ein Scharfrichter. Ich ein Scharf. Ein Scharf. Scharf. Ja, mit dem Beil. Das war ja auch intern zwischen der Uli und mir ein Witz. Ach so, das war. Okay, na gut, dass du es gesagt hast. Ich hätte es nämlich fast nicht gemerkt. Aber die Uli hat gelacht. Ja. Manche Ärzte raten ihren Patienten aus therapeutischen Gründen zum Besuch dieses Disney World Vergnügungsparks. Ich möchte von euch wissen, warum? Schau, ein Viertel aller Disney-Figuren wird ja von Studenten betrieben. Aus Salamanca. Und von dem wiederum sind die Hälfte Medizinstudenten. Daher geh hin, red mit der Mickey Maus, die wird sich verheilen. Das wird. Glaub ich. Aber, toller Gedanke. Wenn du zu Mickey Maus gehst, hören Sie, zwickt es da so richtig, was kennt denn das genau. Genau, und die sagt dann durch die Masken, wackelt so mit dem Kopf und dann musst du lachen und lachen ist die beste Medizin und du kommst geheilt wieder nach Hause. Super. Gut, das Prinzip gefällt mir. Nein, also. Ah, das war falsch?
Naja, wenn man vielleicht Angst hat vor vielen Menschen oder Plätzen, ja, ist man dort genau richtig. Also wenn so man sich zu Tode fürchtet. Ja. Zur Überwindung von... Ja, genau, zur Überwindung. Man muss sich ja Agoraphobie? Ja. Na, wobei, ja. Arachnophobie. Arachnophobie ist es. Arachnophobie? Spinnen. Spinnen. Ja. Aber vielleicht gibt es auch einen Spider-Man. Donald Spider. Spider-Man. A-Spinnchen und B-Spinnchen. Alles dabei. Der Pluto, Daniel, die schwarze Witwe. Alles ja, da. Na, was bitte, das ist die Erklärung, wenn man sich einmal als Spinne vergleicht. Ja, natürlich. Die Spinnen. Nein. Schau, prinzipiell ist doch eigentlich so, dass man bei einer Impfung, wenn ich richtig informiert bin, korrigiert es mir, falls falsch ist, funktioniert doch das so, dass man eigentlich mit dem Krankheitserreger geimpft wird, damit der eigene Körper Antikörper erzeugt. Desensibilisierung. Ja, ja. Na, das habe ich nicht gemeint. Aber ist ja jetzt wurscht. Oh, ja. Und das funktioniert natürlich dort total, weil dort, also die, so viele Leute wie dort umeinander rennen, da kannst du sicher sein, irgendeinen Erreger fangst. Ja. Das ist eine Immuntherapie. Ja, eine Immuntherapie. Genau. Schmusen, oder ja. Impfung, weil du Impfung sagst, es ist gegen Nostalgie eine Impfung, oder? Dass man rechtzeitig Fotos macht von früher, wo man, wenn man sie anschaut, ganz sicher ist, dass die Kindheit nicht schön war. Damit man in der Gegenwart leben kann. Nochmal, also du machst jetzt ein Foto oder schaust du ein Foto von damals an, oder wie? Ich fahre hin als Minderjähriger und lass mich fotografieren mit diesen wunderlichen, unheimlichen Spinnen sind es. Spinnen? Genau. Aber amerikanische Ärzte ihren Patienten, jetzt müssten es deiner Aussage zufolge Kinderärzte sein. Ja, es sind auch. Aber keine. Nein, nein, nein. Es sind keine Kinderärzte. Ah. Wollt ihr das Fachgebiet wissen? Ja, Ärzte mit? Nein, die empfehlen Ärzte. Sie empfehlen nur. Was wäre Ärzte? Tierärzte. Und wenn du sagst, wenn du Namen in die Ecken scheißt, schaust du aus wie der Goofy. Es sind Urologen. Urologen. Ah. Urologen. Weil man dort ewig kein Klo findet. Ja. Ich weiß es ganz genau. Man darf nichts trinken. Es ist die Hölle. Da gibt es kein Klo und es stehen 1000 Leute vorm Klo. Ja. Und du kannst nicht einfach aufs Klo gehen. Was glaubst du, wie blöd das für ein Goofy ist? Ja, da trainierst du deine Blase. Irrsinnig gesund für die Prostata ist Urin zurückhalten. Ja. Echt? Ja. Ja. Ja, mir geht's gerade so. die Sendung wird mich heilen. Aber das ich bin gerade auf Kur. Haben wir es aufgelöst? Dann haben wir es aufgelöst. Ist es richtig? Ist es richtig? Aber da braucht man nicht extra dorthin fahren, es geht woanders an. Eben ganz. Na, das ist jetzt eine ganz kluge Überlegung gewesen. Das zurückhalten? Nur in Orlando, Florida. Ah ja, na gut, ach so. Nicht in Paris auch? Nur, aber, oh ja, ich glaube, weil das ist schon. Wird es im Broder AG? Oh, da hat sich jemand gemeldet. Ich habe mich gemeldet. Du warst in der Garderobe. Ich bin heute so müde, ich bin so wahnsinnig. Und jetzt lädt er auf. Also gib mir zwei Pullover und beide muss ich anziehen. Wahnsinn. Ja. Thomas, du musst da ein toleranter Mann sein. Wieso lachst du da? Die zwei waren in der Garderobe allein. Ja, aber mit vier anderen Leuten. Ja, aber was? Deswegen warst du ja so miert. Da war er die auch miert. Also das verstehe ich dann wieder mit vier anderen. Ist nicht mehr gewähnt? Ja, so. Gut, der Herr Seidel hat aufgezeigt. Ja, aber es ist ja offensichtlich sinnlos in diesem Undisziplin. Nein, sag mal auf. Bitte, Herr Seidel. Vielleicht ist es so, dass der Arzt eine Freikarte bekommt, wenn er seine Patienten hinschickt. Was? Vielleicht ist es so, dass der Arzt eine Freikarte für seine Kinder bekommt, wenn er die Patienten dorthin schickt. Und darum schicken die alle Patienten dorthin. Und wegen dorthin. Den Schaß zackst du auf! da haben wir schon wegen einem größeren Schaß nicht aufgesagt. Pass auf. Machen wir es wieder. Ich glaub, es liegt an Folgendem. Es gibt in Disney World, heißt es Disney World oder Disney World? Disney World, ja, Orlando. Disney World Orlando gibt es wahrscheinlich eine Attraktion, die es irgendwie weltweit nicht gibt. Also es gibt zum Beispiel eine Achterbahn mit drei Loopings hintereinander. Ja, so. Und jetzt haben Urologen manchmal Motorradfahrer als Patienten, weil wenn du recht viel im Sommer am Motorrad sitzt,
wie soll ich jetzt sagen, du hast oft eine Lederhosen an, es ist heiß, das vernudelt sich, das biegt alles irgendwo. Du wüsstest. Was vernudelt sich? Es alles hier, das, es ist so, es biegt irgendwie, es ist irgendwie unangenehm. Was hast du für ein Motorrad? Dann, um das geht's nicht, es geht um das, wie man drauf sitzt. Ja. Du bist ja auch Motorradfahrer, du wirst doch das erkennen. Ich gar nicht. Oh ja, ja. Weil sie bei dir halt nichts vernudeln kann, bei mir ist das was anderes. Verstehst du, bei mir kann sie halt nur vernudeln. Wenn man halt einfach nur so. Du setzt dich jetzt den Volumen. Also selbst beim Gary, der ja nicht umsonst Gary heißt, während ich Gero heiße, verstehst du? Vernudelt sich hier und da etwas in der Hitze. Und wenn sie was vernudelt und bicken bleibt, dann sagt der Urologe, ja, das kennt man, nein, ich will da nicht gehen. Fahren Sie nach Orlando. Fahren Sie mit dem Looping 3 Runden, dann macht das so. Ja. Und dann ist wieder alles frei, dann kannst du befreit heimgehen und es ist alles. Ich bin fassungslos. Nein, es ist. Aber danke, Gerold. Und jetzt kommt mein trauriger Zusatz. Im Ansatz ist diese Antwort vollkommen richtig. Ja, klar. Das war mir eh klar. Ich bin fassungslos. Ich auch, aber es geht dass natürlich. Dass ich da was vernuten kann. Ja, es. Gut, der Urologe empfiehlt eine ganz speziellen Patienten in der Tat eine Fahrt mit der Big Thunder Mountain Achterbahn. Darf ich das sagen, wenn man sich anscheißt vielleicht? Ich habe nicht aufgezeigt. Das macht aber nicht der Urologe. Nein, das macht kurz nicht. Ja, aber das gehört doch alles zusammen. Nein, es gehört alles zusammen. Aber jetzt geht es darum, was passiert beim Big Thunder, also Loopings, raus, wird runter. Du bist reingedrückt. Ja, und ja. Dann die ist Schwerkraft. Dem Herrn, der heißt David Wartinger aus Minnesota. Der ist aus. Ja. Ist ein Überdruck? Ja, dem ist was aufgefallen. Der hatte Patienten. Und die sind nach einem Disney World Besuch zu ihm gegangen und haben gesagt, mein Nierenstein ist weg. Nein. Dann hat er überlegt, Moment, der war in Disney World, der Nierenstein ist weg. Was haben sie gemacht? Und dann kamen sie zu diesem Thunder Mountain. Den Nierenstein hat es durch den Druck in den Hoden so gerne und. Und jetzt ist er eben dieser Sache nachgegangen und pass auf, und der hat das dann wirklich versucht zu erforschen. Er hat ein Nierenmodell, das er selber angefertigt hat, mit künstlichen Nierensteinen, ließ er rund um die Uhr Achterbahn fahren. Und bei bis zu 63% der Fahrten hat sich der Nierenstein aufgrund der Zentrifugalkräfte tatsächlich gelöst, weil das auch wahnsinnig rüttelt. So, und das hat er dann seinen Patienten empfohlen. Natürlich hat das keinen wirklich wissenschaftlichen Hintergrund. Es kann sein, das betont er immer wieder, aber nichtsdestotrotz fahren viele seiner Patienten mit Nierensteinen nach Orlando und wen kennen sie zumindest von der Steier absitzen. Ist das schön, oder? Ich darf euch kurz empfehlen, nach Tokio ins U-Bahn-Netz von Tokio und und jetzt möchte ich von euch wissen, auf welche innovative Art und Weise wird in japanischen U-Bahnen Produktwerbung betrieben? So, bitteschön. Innovativ, das kennst du nicht. Diese Art von Werbung, also kennst du aus Wien sicher nicht. Also ich fahre in Wien U-Bahn und ich weiß, dass also auf die Art und Weise bin ich noch niemals werbetechnisch belästigt worden. Ich glaube, wenn das so ein Gedränge ist, dann stecken Produktmanager den zusteigenden Produkte in die Tasche. Mhm. So wie Lippenstifte? Ja, so wie zum Beispiel so ein Lippenstift. Und wenn du dann drinnen stehst, so gedrängt, und da denkst, was druckt mit denn da, holt's einer raus. Gleichzeitig sind ja 3000 Leute in einem Waggon und sagt, hey, was habe ich denn da? Zack, totale Werbung. Funktioniert bei Staubsaugern und Mikrowelle auch gut. Was hast du? Rasierer? Rasierer kannst du vielleicht eventuell auch verwenden. Na, die kann ich sehr gut brauchen. Die Rasierer? Ja. Schön. Ich habe Beine wie ein Reh. So schlank? Nein, so behaart. Ja. Ja, einmal Operette, immer Operette. Verzeih mir sie. Ist es bei dir auch so, wenn ich eine Hose anziehe, sind so viele Haare drunter, dass du glaubst, ich habe sie noch an? Ja, bei mir glauben alle, ich habe so lange Mundputz. Also. So haben sie hinter sehr Mund. Ist der Deppert.
Gut. Bilder, wo, gell? Weg, wo weg, waren weg, wir? Weg, wo waren wir? Ja, bitte weg mit dem Bild. Ja, U-Bahn, Tokio, Japan. Welche Art der innovativen Produktwerbung hat man oder welche innovative Werbeform hat man da gefunden? In jedem Fall kann es nicht viel Platz einnehmen, nicht? Also wird es vielleicht eher akustisch sein oder... Wenn es innovativ ist, dann sind es keine Plakate, dann sind es keine Monitore. Ne? Ja, vollkommen richtig, das meine ich. Das kennen wir zum Beispiel alles auch aus der Wiener U-Bahn. Ja. Genau, Doktor Körperpflege. Es steigt jemand ein mit wirklich schlimmem Körpergeruch. Wirklich so, dass jeder merkt in dem Waggon. Und der nimmt dann sein Deo raus, sagt, ah, super. Oma. Ich habe mir das auch gedacht mit Düften. Ah, du hast dir das auch gedacht. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob man aufzeigen muss oder gleich. Ja, schau. Ganz. Ich glaube, man weiß schon nicht, ich muss da aufpassen, das sind spitze Kampen. Entschuldigung. Ich bin gleich verletzt. Darf ich unserem Küken noch was dazu sagen? Ja, ja, ja. Es fängt schon an bei, ich hab's mir gedacht, da bist du schon falsch. Okay. Also das ist, aber was nicht der Sinn der Sendung. Ja, machen wir nie. Also ich hätte auch gedacht, dass so Schweißgeruch eingepumpt wird. Und dann kauft sich jeder Deo. Nein, okay, aber es hat mit, ich sage mal... Geruch zu tun. Nein, aber mit dem, was Geruch unter anderem erzeugen könnte. Balzverhalten. Moment. Geweckt. Ich will dein Balzverhalten echt nicht riechen. Passt eh nicht, du. Oh Mann, ich wollt Appetit rausrufen. Naja, das ist ja also ähnlich. Ist richtig, oder? Naja, du bist jetzt beim Balzverhalten im Tierreich, aber beim Menschen ganz offen und ehrlich. Also ganz im Ernst, wenn ich jemanden wirklich nicht riechen kann, dann überlege ich mir mein Balzverhalten auch nicht. Aber welches Produkt kannst du damit bewerben? Vor die alte Feld. Na, Parfum zum Beispiel, wirklich, dass es in die Richtung geht. Kondome? Ja, mit Erdbeergeschmack, also dass man gleich... Schatz, der Punkt ist der, du kannst, diese innovative Form der Werbung kann für jedes Produkt Werbung machen. Es geht nur darum... Na, gewisse Automarken, die definieren sich ja zum Beispiel über den Verschluss. Ein Porsche klackt die Türe so zu. Ja, genau. Ja, da richtig, weiß man sofort, das ist ein Porsche. Da gibt es ein eigenes Sounddesign. Sounddesigner für alle möglichen Produkte. Ja, sehr gut. Und vielleicht geht das in diese Richtung, dass dann einfach in so einer U-Bahn, wenn es gesteckt voll ist, so klack, 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 klack. Und man denkt, ich mache jetzt gerne einen Porsche. Weil die U-Bahn ist eh schon so eng und es klackt. Das ist eine ganz tolle Wortmeldung, Herbert. Aber falsch. Ja, ein völliger Topfen. Aber es ist aber eine schöne Wortmeldung. Ich möchte das trotzdem einmal belohnen. Wir haben drüber geredet. Und ich finde einfach schön, dass du dich absolut an dieser Sendung offensiv beteiligst. Ja, ich weiß noch was. Gestern war ja der Valentinstag. Ah ja, richtig, na? Genau. Gestern war ja Valentin. Ja. Oder vielleicht hat es was mit Blumen zu tun. Mit Blumen, weil du vorgestern Geburtstag gehabt hast. Ja, richtig, nein. Oh ja. Alles Gute, Herbert Steinfeld. Herbie. Möchtest du ein Anti-Schuppen-Shampoo? Ja. Ja, nein, vorgestern. Aber da einfach Blumenduft eingebracht. Achso, du meinst mit jedem Produkt. Ich habe gesagt, man kann auf diese innovative mit dieser innovativen Form der Werbung für jedes Produkt Werbung machen. Achtung, das habe ich gesagt. Und dann habe ich auch gesagt, wie ihr dann so mit Schweiß dahergekommen seid, habe ich gesagt, es hat unter anderem so quasi mit einer Produktionsquelle zu tun. Und jetzt müsst ihr diese beiden Elemente irgendwie zusammenfügen. Toll. Viel Spaß. Also prinzipiell, Duft greift schon immer. Weil du kannst, heute kannst du zum Beispiel Blumenduft einsprühen, dann hat jeder Lust auf Blumen. Morgen Rotweinduft, dann kauft sich jeder eine Rotweinflasche. Dann kannst du einen rohen Fischduft rein, dann haben sie einen Guss auf eine Sushi. Aber das Problem ist, glaube ich, dass dann nicht die Marke definiert wird. Nicht nur am nächsten Tag man denkt, boah, ich hätte so gerne einen Rotweinrausch. Ja. Hilft ja der Firma nichts. Ja, ne? Das stimmt natürlich. Vollkommen, das ist jetzt wirklich ein Mitarbeitsplus. Ja, bitte mach wieder das war sechs, drum spielen wir auch nicht mehr miteinander. Jedes Mal, wenn ich was gesagt habe, genau, und der hat gesagt, so. aber. Ja. Wahnsinn. Kann dich auch nicht leiden. Ja, aber... Das, ja. Gut.
Ihr könnt es schaffen. Du hast gesagt, es hat mit der Produktionsstätte zu tun. Und das muss ich jetzt in Zusammenhang mit Schweiß bringen. Ja! Ja! Schweiß, 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 Schweiß. Ja. Schweißgerät. Schweiß, Schweißen. Nein. Also die Produktionsstätte von Schweiß ist Drüse. Ja, eben. So, wo schwitzt man? Drüse. Schweißdrüsen. Und Achsel. Achsel, geht schon. Da-dam, da-dam, da-dam. U-Bahn. Achsel. Nein, Moment. Man hat Plakate da hergemacht, weil jeder dauernd macht. Jeder steht und hält sie an. Ja, und da steht und dann. Und das ist vollkommen. Bleibt so. Nein. Genau so bleibt es jetzt. Genau so. Genau. Und in den Achseln, in den Achselhöhlen. Es auch werden, hier könnte Ihre Werbung stehen. Yeah! Yeah! Das ist das. Nein. Ja! Wahnsinn! Ich muss aber fairerweise dazu sagen, in Tokio werden jetzt so quasi nicht die japanischen, das japanische Pendant zu Steinböck und Rudle engagiert, sondern etwas ansehnlichere Models. Die kannst du für 80 Euro pro Stunde. Nein, die kannst du für 80 Euro pro Stunde mieten, stellen sich in die U-Bahn, halten sich an den Haltegriffen an und tatsächlich, dann schaust du hin und denkst. News.orf.at. Genauso funktioniert das, ja? Moment, Achtung, Christoph, bitte. Als jemand, der seine Kindheit vor allem vom Fernseher verbracht hat, muss ich sagen, das ist von den Simpsons gestohlen, die Idee. Ja, so sind's die Japaner. Du bist der volle Spielverderber, aber ich war so stolz auf diese Idee und auf diese. Echt, das war bei den Simpsons? Mit Werbung auf Körper, ja. Aha, na Körper, aber Achselhöhlen, oder wie? Das gehört auch zum Körper. Ja. Ja. Das wirst du als Arzt bestätigen können. Das kann ich als Arzt bestätigen. Die Achsel gehört zum Körper. Eins. Na gut. Ja, die Simpsons sind schon sehr, sehr. Vorausblick. Die haben auch Donald Trump als Präsident vorausgesehen. Mhm. Kennst du die Folge? Ich glaube, das hat nicht ganz so gestimmt. Ich glaube, das war so ein bisschen ein. Was? Aber ich möchte dich jetzt nicht korrigieren. Also. Das ist bei der ersten Sendung ganz blöd. Das heißt, das hat nicht so gestimmt. Müsste ich jetzt googeln. Ja, gut, die Zeit nehmen wir uns. Hat seine Kindheit vom Fernseher verbracht und dann muss er es googeln. Dankeschön, Christoph Fritz, schön, dass du da bist. Das ist das Ding der Woche. So, ich zeige Ihnen kurz, wie ein Insert, wozu es dient, meine Damen und Herren. Und dann bin ich gespannt, ob der Viktor und die anderen Kolleginnen und Kollegen aus dem Rateteam gesehen haben, was da steht. Labyrinth für Idioten. Ein Labyrinth für Idioten. Ich finde nicht mehr aus. Es ist ja, aus Silikon. Er findet auch keiner aus, weil es ist in sich geschlossen. Es ist aus Silikon, würde ich sagen. Ja. Und hat er diese Form? Ein Falkbecher. Ja. Naja, das ist ein Trichter. Ein Trichter. Ja. Ein Trichter. Ein Reisetrichter. Ein Reisetrichter. Ja, das ist zu leicht. Ja, natürlich. Irgendwas für die Waschmaschine. Ein Reisetrichter. Ich entweder Reisetrichter oder ein Verschluss. Es ist für die Leute, die immer sagen, wir werden keinen Trichter brauchen. Ja. Und, na, hier und dann sind sie froh, wenn sie es dabei haben. Wir werden keinen Trichter brauchen. Wir saufen gleich einen Kanister. Da würde es aussehen wie so ein Verschluss für eine Karaffe. In verschiedenen Größen. Für eine Giraffe? Für eine Karaffe. Eine Giraffe, die sind oft oben offen. Die Giraffe. Dann kann man Rotwein reingeben, ja. oder in die Giraffe, die haben so einen langen Hals, genau. Ja. Aber sonst? Ein Reisetrichter, das ist ein Reisetrichter. Ich bin, mal, darf ich mit draufhauen? Bitte, darf mit draufhauen? Bitte, das ist Silikon, kann nichts passieren. Ja. Kissen. Für einen Zauberer. Bitte gerne. Zeig mir den Trick. Zeig mir den Zaubertrick. Ja, du nimmst das, haust drauf, es tut sich nichts. Da haust drauf, es geht ganz kleinsam. In der Krabbelstube, ja. Riesenerfolg. Danke. Zaubertrick für die Krabbelstube. Herrlich. Darf ich dir dieses Objekt übergeben? Sehr gern. Ich bin nicht draufgekommen. Aber du hast dich sehr bemüht. Ich habe mich sehr bemüht. Hier kann man einen Karabiner einhängen ja. und irgendwo an der Hose festmachen. Also, weil es ist für Wanderer.
Ja. Ja? Reisetrichter für Wanderer. Für Wanderer. Ja, weil der, wenn der Wanderer oft verschwitzte Hände hat und dann kommt er zu einer Quelle. Mhm. Und dann macht man einmal so, ne? Ja. Dass man trinkt. Das aber, das Ding. Jetzt nimmt er das und hält die Quelle und kann ganz sauber. Bitte, wenn du so lebst. Kann ganz sauber hier. Großartig. Ja. So sahen die Naturburschen. Was? Wandern stundenlang durchs Gehölz, dann kommen sie zu einem Brunnen, aber aus den dreckigen Protzen wollen sie nicht trinken. Genau. Ja, das ist aber ich schulde die Quelle. Wenn du einen Wanderer so trinken siehst, oder? Denkst du, da fährt der Lift auch nicht ganz auf. Oder? Weil das geht nicht. Aber Geri, du hast recht, das Problem ist nur, wie man mit dem Schädel unter die Quelle kommt. Ja. Da gibt es sicher noch ein zweites Ding der Woche. Aber da ist nämlich meistens eh so ein Brunnen dabei, wo du dann mit dem Kopf rein musst, während du von oben auf Bitte, ich will was ganz Banales sagen, man gibt auf einen Flaschenhals drauf und schenkt aus. Ja. Aber das wäre zu einfach. Ah. Aber das hat da so eine Tropfnase. Du kannst nicht einfach normal aus einer Flasche. Naja, das tropft ja, wenn sie gebrochen ist, oben das vielleicht ist, zum Beispiel. Das ist besser. Weißt du, wenn du. Manchmal brechen ja Flaschen beim Öffnen. Wenn man Bier aufbeißt. Ja? Nein. Weil das ist schon eindeutig, dass da. Das ist, da kehrt was rein. Da kehrt was rein. Ja, sicher kehrt was rein. Sonst wäre es ja kein Loch. Ne? Vielleicht für so große Gebinde, für so Magnumflaschen, die so schwer zum Ausschenken sind, hat man dann das. Ja. Stippel in Griechen, dann Olivenöl. Ein Kanister in der Flasche. Genau, das ist nämlich gar nicht so leicht, vom Kanister in die Flasche. Ja. Und wenn man, wenn man das über den... Achso, da müsste der Kanister auch die Form haben. Das ist... Wenn du genau so einen Kanister kaufst irgendwo. Vielleicht ist doch das mit dem Wanderer. Nein, es ist zum Ausgießen, glaube ich. Weil darum hat es diese Nase. Zuerst zum Eingießen und dann ausgießen. Ja? Also hin und her gießen. Aber warum kann man es zusammenfalten? Das ist zum Einpacken in die Brieftasche. Ach so. Damit es vor dem Ausgießen einfach in die Hosentasche passt. Ja, du kannst es auf verschiedene Größen. Also du kannst es ist nicht zum Bleigießen, glaube ich, weil da schmilzt es. Nein, das ist ja schon verboten, Bleigießen. Seit wann? Seit wann? Seit heuer. Seit Silvester? Ja, seit Silvester. Ich habe nur mehr Zink gießen. Genau. Nein, das ist doch so. Nein, man kann es nur. Butter gießen haben sie jetzt neu. Klein machen. Ja. Also mit Quecksilber machen wir es ab nächsten Jahr. Ja. Oder mit den Amalgamblumen, da kannst du aussehen. Nein, müsst ihr Ungarn umfahren, du kriegst alles noch. Weißt du? Das hat der Grinsbleck hier. Nachdem der Oliver uns sagt, es ist nichts zum Aus- oder zum Reingießen, fällt dir was anderes. Hat er nicht gesagt. Nein, das stimmt. Er hat sie nicht gesagt. Das stimmt ja nicht. Das ist eh schon längst aufgelöst. Es ist schon längst aufgelöst. Er war es von Anfang an. Es ist der Tag der Pflanze. Das ist schon längst aufgelöst. Deswegen pflanze ich euch die ganze Zeit. Ja, nein, es ist ein Pflanzengeschirr, das mitwächst. Mit was? Nein, du setzt die Pflanze ein ja? und dann kommt vielleicht die Schnecke. Die Schnecke. Ja, die Schnecke kommt und möchte an die Blätter. Mit der Stinkgabel. Ja, du setzt das ein. So, dann kommt da das Pflanzerl raus und dann stülpt man das drüber. Ja? Und dann kann sie sich aber nicht entfalten und dann sagt man, um zum Großwerden, fast runter mit dem, wie ein Kragerl, wenn man die Hunde operiert. Weißt, so ein Trichter. Das ist viel ganz so, du bist die Schnecken. Nein, das ist, wenn man einen ganz kleinen Zwerghamster Mini-Zwerghamster. Ja. Wenn der, du operierst blind, aber da kratzt sich der immer, dann steckst du ihn von vorne also so da rein und dann kannst du dir nirgends mehr kratzen. Der kratzt ihn nie wieder. Nie wieder? Nie wieder. Vor allem, wenn sie immer Öl drüber. Oder Schlangen. Schlangen kratzen sich oft, wenn sie operiert sind. Du kriegst einen Trichter drüber. Gut. Nein, es ist ein Trichter, ich weiß es. Es ist ein Trichter, natürlich ist es ein Trichter. Also wer glaubt, dass es ein Trichter ist und ich euch so quasi die ganze Zeit irgendwie... Jetzt bin ich mir nicht mehr sicher. Die ganze Zeit glaubt, was müsste dann da drin sein, wenn es ein Trichter wäre? Flüssigkeit? Oder eine Wasser? Olivenöl. Ja. Öl. Olivenöl. Olivenöl. Okay, wir sagen Öl. Dann schauen wir. Oder? Ja. Es ist ein Ding, es ist wirklich, man kann das einfacher haben. Ich würde es hauptsächlich in der Küche verwenden. Ja. Und ich habe das Problem öfters, weil ich bin ja ein bisschen schmalpickter, wie ihr wisst. Ne? Und dann stehe ich in der Küche und denke mir, jetzt mache ich noch schnell die Gurken auf. So, da, und dann habe ich nasse Hände und dann geht das wieder nicht. Ah, jetzt habe ich dann nimmst du meistens ein Geschirrtürkel, dann. Aber
Wir brauchen ab jetzt kein Geschirrtuch mehr, denn wir haben das Ding der Woche. Und das ist deshalb so gerippelt, weil, wenn das jetzt kleiner wäre, könnte ich die kleinere Stufe nehmen. So nehme ich aber die große Stufe. Und tag offen. Super. Gen Trichter. Liebe Kollegenschaft, seit der Serie Bulle von Tölz ist ja die Bezeichnung Bulle für einen Polizisten keine Beleidigung mehr, im Gegensatz zu Euder. Aber warum wurde ein Polizist je als Bulle bezeichnet? Warum? Ja, frag den Fischer. Ottfried. Also den euch nach Heinz. Okay. Ich meine, ich weiß, warum sie im englischen Sprachraum Cops genannt werden. Na, sag einmal. Weil sie eine Kupfer, eine kupferne Plakette. Copper. Copper. Ja. Ja, genau. Also, okay. Daher kommt der Ausdruck Cops. Super, jetzt haben wir wieder was gelernt. Toll. Okay. Bildungsauftrag off. Genau. Danke, Leo. Bei Bullen wird es ähnlich sein. Was haben die dann? Eine Kuhflade umhängen? Hörner, denen setzt man Hörner auf. Bullen, ja. Blaulicht. Genau. Blue. Gehörendes Auto. Das ist Blue. Ach so, ich dachte, weil Blue und Bull und du bist Legastheniker. Aber das nein. Ist, nein, okay. Nein, aber gut, ist die Abkürzung genau für das, wie man schreibt. Mein Bullizist. Bullizist. Es liegt auf Schwein mit Herz. Außerdem, in Simmering. Das heißt nicht mehr Polizei. Das heißt Bonizei. Dann sagt man Bunde. Genau. Früher hat es geheißen Gendarmerie. Schande. Ja, Schande. Das war die erste Berufsgruppe, die das Gender eingeführt hat. Die Gendarmerie. Ja, aber wenn die Gendarmerie das tatsächlich eingeführt hätte, wäre es Gendarmerie und Gender Josef. Gendarmerie. Aber nicht. Sehr lustig. Bulle. Ja, Bulle. Ja. Bulle, du. Bulle. So. Na, sagt man das überhaupt? Sagen das nicht eher die Deutschen? Vielleicht sind das von Bulletten, du. Ja, aber es gibt allgemein den Begriff Bulle. Also ja, natürlich sagen es die Deutschen, aber trotzdem muss das ja irgendwo herkommen. Wir können ja auch einmal über Begriffe raten, die es in Deutschland gibt. Eben, das haben die Deutschen Bulletten. Für alles, was sagen, einen Grund? Ne? Ja. Das sagen wir vielleicht einfach so. Aber das wird jetzt wahrscheinlich nicht der richtige Antwort sein. Nein, wahrscheinlich nicht. Vielleicht hat es ursprünglich, vielleicht kommt es aus Oberösterreich und hat eigentlich ursprünglich Budel geheißen. Budel? Budel, ja. Budel, ne? Das ist ein Budel zum Beispiel. Ja, genau. Das ist ein Budel. In Deutschland haben sie eine Theke. Ja, aber wo ist das? Tresen. Auch. Hallo, wo seid ihr? Wir sind in. Ich find, Budel, wir sind bei Was gibt es Neues und er redet über Oberösterreich. Ja, genau. Jetzt hört mal zu. Aber wir waren uns gerade darüber einig, dass Bulle eher im deutschen Sprachraum verwendet wird. Wieso sind wir jetzt in Oberösterreich? Ja, weil der Deutsche mal Urlaub in Oberösterreich macht. Welcher Deutsche macht Urlaub in Oberösterreich? Es ist an der bayerischen Grenze zwischen Oberösterreich und Bayern. Mhm. Da ist es entstanden. Ja, Budel. Budel. Budel? Mhm. Aber was hat der Budel jetzt mit dem Budel? Du den Polizei gehst rein und dann sitzt der Polizist hinter der Budel. Mhm. Ich sag, servus, ja. Budel. Ja. Ich hab letztens einen Schweizer über Internet, also quasi, habe ich mit ihm Kontakt aufgenommen, der gern unsere Sendung sieht und meint, ab und zu versteht er euch nicht. Das ist wahrscheinlich genau so eine Stelle. Ja. Ja, aber ich kann es erklären, so. Der meint den Polizeihund, weil das ist der Budel. Ja. Der Bulle, der heißt Bulle, weil das so ein dicker Polizist war. Der, okay. Der, nein, das muss ich ja von irgendwoher ableiten. Ja? Aus Tölz. Komm, ich erlöse euch. Okay, komm. Börse, mit der Börse etwas zu tun? Börse. Bullenmärkte und Bärenmärkte. Nein, überhaupt nicht. Was haben die Polizisten mit der Börse? Aber der Klaus Eckel muss uns erlösen, glaube ich. Der Klaus Eckel wird euch erlösen und sowas wie der euch jetzt erlösen wird. Bitte, Klaus. Im 18. und 19. Jahrhundert wurden Ordnungshüter Bowler oder Buller benannt, nach dem holländischen Bol, der Kopf. Das heißt, wir sprechen bei Polizisten von extrem intelligenten Menschen mit hohem Urteilsvermögen. Okay. Wir merken, es ist eine historische Frage. Der Klaus lügt! Nein, aber es ist halt schon eine ältere Frage, ja, historisch wertvoll. Hey, danke vielmals für diese wunderbare Sendung. Einstand für Franz Stanzl, Gratulation. Natürlich auch an das restliche Rateteam, an Sie hier im Saal und bei Ihnen zu Hause. Ich möchte mich verabschieden und freue mich auf ein Wiedersehen am nächsten Freitag bei Was gibt es Neues?